Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit einer schönen Aussicht über Bessarvis direkt vor der nächsten Story-Mission. Verpasst habt ihr nichts Großartiges. Der gute Jolom und ich sind hier bloß so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Ohne Ereignisse. Ganz bisschen. Tierisch langweilig. Ja, da war nichts. Ich bin bloß von einem Felsen runtergefallen. Und dann kam dieser große Rancor auf einmal angerannt. Ja, den haben wir leider nicht gehabt. Wäre schön gewesen. So, Action. Action, 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 Action. Jetzt kommt Action. Na, mal sehen nicht. Enttäuscht Das mich soll nicht. eigentlich bloß ein Treffen sein. Ach so, wir wissen ja, Treffen enden bei dir ja immer blutig. Hallo, ich will die vier rekrutieren und bezahlen. Aber vielleicht wollen die nicht rekrutiert Ja. werden und Ich bezahlt krieg auch werden. bloß den drittbesten Hacker laut Scorpio. Nur den drittbesten? Das ist enttäuscht. Aber Uta, so redet man doch nicht, wenn eine Dame dabei ist. Genau. Es liegt in meiner Natur, Blut zu vergießen. Das will ich nicht verbergen. Und auch nicht länger warten. Das wird wohl auch nicht nötig sein. Ja gut, eigentlich bin ich inzwischen der beste Hacker. Habe ich Alle den besten Hacker beobachten hier. uns. Wir sind dankbar, dass ihr uns befreit habt. Und jetzt flieht, bevor Die ich euch vorigen ersten beiden erwürge. sind ja beseitigt worden. So, Ihr so. habt Mumm in den Knochen. Gemeinsam würden wir es weit bringen. Einige von euch wissen ja schon vom Hochsicherheitstrakt 23. Das tiefste Verlies in diesem Knast. Zusammen können wir es schaffen, da reinzugehen. Wir brechen ein und holen uns, was sie dort verstecken. Das wird der Raubzug des Jahrhunderts. Wenn ihr mir folgt, werden wir alle reich. Ich wollte schon immer mal reich sein. Hey, ich bin Canyon Slyke. Sie heißt Chaney und das sind Parkos und Ota. Ihr klingt ja sehr selbstsicher. Aber Hochsicherheit bedeutet mehr als Fenster einzuschlagen und ein paar Kehlen durchzuschneiden. Dort erwarten uns schlimme Dinge. Für einen Profikiller seid ihr ein ganz schönes Weichei. Ich besitze gesunden Menschenverstand. Und ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Vor Jahren hat mein Bruder mal versucht, wovon ihr redet. Er hat Fallen vorgefunden, Sensoren, Panzertüren, Kraftfelder. Er hat es nicht überlebt. Es kann nur gelingen, wenn man die Sicherheitssysteme so weit wie möglich kurzschließt und den Rest dann irgendwie durchsteht. Das erfordert viel Vorbereitung, die wir nicht geleistet haben. Und die richtige Ausrüstung. Niemand hat behauptet, dass es leicht würde. Aber wenn ihr nicht ganz davon überzeugt seid. Ich bin dabei. Vorläufig schon. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Dann schreibe ich mal auf, was wir so brauchen. Bestimmt haben die Leichen ein paar Werkzeuge bei sich. Zwar sicher nur Standardware, aber seht doch mal nach. Carbonitfallen, Repulsorspulen. Ich könnte nicht einmal die Hälfte von diesem Zeug von den Chiss anfordern. Schaut nicht mich an. Mein Bruder hat 5 Jahre gebraucht, um das alles zu beschaffen. Mal sehen, wie unser Wunderheld das fertig bringt. 5 Minuten. Da bin ich ja auch gespannt, wie unser Wunderheld es schafft. Macht euch bereit. Wir nehmen jedes Versteck und jedes republikanische Schiff auseinander, bis wir haben, was wir brauchen. Das gefällt mir. Was? Hey, die Labore, die medizinischen Einrichtungen. Die Labore werden sicher abgeriegelt. Und die Wärter richten eine Todeszone ein, damit wir dort nichts plündern können. Die Labore haben alle möglichen Geräte und können auch noch mehr beschaffen. Wenn einer von uns sich reinschleicht und die Hintertür öffnet, dann kann der Rest von uns folgen. Um die Todeszonen der Republik mache ich mir keine Sorgen. Wenn wir die Ausrüstung brauchen, sehe ich zu, dass wir da reinkommen. Haltet euch nur bereit, mir zu folgen. Klar, Boss. Die Idee ist total bekloppt. Aber eine bessere haben wir wohl nicht. Falls ihr überlebt, können wir uns sicher noch weiter unterhalten. Alles Super, ich habe eine Waffe bekommen. Yay. Machen Aber wir. ich kann das Ding ja ausrüsten, theoretisch. Du kommst mir aber nahe hier. Das ist mir aber unangenehm. Ey, ich wollte bloß kuscheln. Ach so. So, hier unten ist, glaube ich, nichts, wenn ich das richtig sehe. Nee, wir können jetzt Schnellreise zurück zur ersten Basis machen.
Stimmt, ist nichts mehr in der Nähe. Das nächste ist dann im Maximalsicherheitsbereich und das Grab und unten im Sicherheitsbereich die Heldenmission. Genau. Das heißt, Schnellreise. Du bist schon da. Ich bin schon da. Wenn ich noch in Ruhe auf die Karte gucke. Genau. Aber ich bin zum falschen Punkt gefahren. Das ist auch wieder schön. Ich bin einfach mal da hingefahren, wo du auch hin wolltest. Echt? Ja. Glaub, das ist wo? In die Kantine. Ja, und das ist genau falsch. Ich weiß aber, dass Tempel mit mir reden möchte. Super schön. Weil sie hat sofort so einen schönen Questmarker über dem Kopf gehabt. Oh. Aber das muss warten, bis wir wieder auf dem Schiff sind. Ja. Falls es nicht wieder so Kantinen-Only-Gespräche sind. So, mal gucken, was der Typ jetzt hier wieder zu uns zu sagen hat. Jetzt keine Hektik, ich bin noch nicht da. Auf jeden Fall guck da. Oh, der hat aber auch schöne Sachen hier an der Wand. Ja, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Du meinst bestimmt diese drei Gemälde. Ja, nennen wir es Gemälde. Sehr plastische, dreidimensionale Gemälde. Die Wärterdruiden sind Geschichte. Hoffentlich haben die Aufständischen aufgepasst. Keine Sorge. Tausende von Häftlingen sind bereits unterwegs in den Kampf gegen die Droiden. Jede Minute folgen noch mehr Anhänger euren Fußstapfen. Dabei sind viele umgekommen. Aber das war zu erwarten. Ich habe schon leichtere Aufgaben gehabt, als diese Droiden zu zerstören. Ich respektiere eure Anstrengungen. Jeder Wärterdroide ist so stark wie Dutzende Häftlinge. Aber dennoch brauchen wir mehr Insassen auf unserer Seite. Macht aus diesem Mob eine Armee, dann ist die Republik auf Dauer beschäftigt. Eine Armee beginnt mit Generälen. Wir müssen den Häftlingen die erforderliche Führung bieten. Ich werde diese Horde Mynox auf keinen Fall anführen. Das wäre eine Verschwendung unserer Zeit und eurer Fähigkeiten. Anführer gibt es schon. Wir müssen sie nur aufwecken. Im Aufnahmebereich gibt es ein Carbonitlager voll mit eingefrorenen Häftlingen. Manche waren Rebellenanführer, andere töteten einfach nur jeden Wärter, der ihnen in die Finger kam. Beide müssen befreit werden. Klingt schnell und einfach. Überlasst Ihre Rettung mir. Ausgezeichnet. Ich habe Maßnahmen ergriffen, um die Vorteile dieses Unterfangens zu maximieren. Häftling, was ist mit eurer Mission in der Kohlenstoffgalerie? Die Kriseninterventionseinheit hat uns in einen Hinterhalt gelockt. Ich bin entkommen, sonst niemand. Perfekt. Ruger hat angebissen. Jetzt könnt ihr die eingefrorenen Häftlinge befreien und Rugers Eliteeinheit für Krisenintervention ausschalten. Alles gleichzeitig. Eure Falle hat meinen Auftrag nur gefährlicher gemacht. Aber der Lohn dafür wird beträchtlich sein. Ohne seine besten Leute kann Ruger seine Station kaum verteidigen. Vernichtet die Wärter und taut die Häftlinge auf. Sie werden aus diesem Aufstand eine organisierte Armee machen. Dann haben wir einen sicheren Weg, um die Schreckensmeister herauszuholen. Ja, ja. Die besten Leute. Mhm. Das ist vermutlich wieder bloß so irgendein Abschaum, den er irgendwo aufgegrabbelt hat. So, das MKX raus, das rein. So. So, wo müssen wir als nächstes hin? Ist gar nicht mal so weit weg, da hätten wir. Ach, was machst du für komische Geräusche? Ich mache keine komischen Geräusche. Wieso haben wir hier oben jetzt plötzlich eine Mission? Ist ja verrückt. Eine Standardmission, also keine irgendwie besondere. Ist ja verrückt. Ah, willkommen. Lasst euch von der üblen Laune der Truppen nicht beunruhigen. Sie sorgen sich langsam wegen ihrer Entbehrlichkeit. Dieses Gefängnis ist weitaus gefährlicher, als wir anfangs dachten. Und weitaus älter. Viele dieser Gewölbe wurden tausende von Jahren vor der Entstehung der Republik gebaut.
Stellt euch nur vor, welche Geheimnisse darin warten. Ich glaube kaum, dass die Erbauer der Gewölbe sie einfach mit Beute gefüllt haben. Ja, der Inhalt der Gewölbe scheint wirklich eher gefährlich als wertvoll zu sein, wie wir herausgefunden haben. Wir haben die älteren Gewölbe aufgesprengt, damit die Schrecken, die in ihnen gefangen sind, die republikanischen Wärter angreifen. In einem Gewölbe haben wir uralte Kriegsdroiden gefunden. Undankbare Schurken, die meine Leute auf der Stelle vaporisiert haben. Jetzt sind sie auf dem Kriegspfad. Der ist selber schuld. Dann sagt das doch. Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Wir dachten, sie würden die Republik angreifen, aber die meisten Wärter sind bereits aus dem Bereich geflohen. Wer könnte ihnen das auch verübeln? Diese Droiden könnten von unschätzbarem Wert sein, wenn man sie kontrollieren könnte. Unsere Datenstifte zur Neuprogrammierung müssen aber von Hand eingesetzt werden. Ich habe schon 30 Männer beim Versuch verloren, die alten Droiden zu bezwingen. Das zeigt natürlich ihre Stärke, aber so langsam zwingen uns diese Massaker in die Knie. Ihr müsst uns dabei helfen, die Datenstifte einzusetzen. Wenn wir ihre Stärke nicht für uns einsetzen, wird es die Republik tun. Sobald sie installiert sind, müssten die Droiden nur noch Leute angreifen, die republikanische Wärteruniformen tragen. Bis dahin sind die Droiden jedoch auch für uns extrem gefährlich. Wenn sie euch im Visier haben, lassen sie nicht locker. Und sie schießen nicht daneben. Das werden wir noch sehen. Okay. Da wurden bestimmt Sturmtruppen eigentlich draus geklont. Wahrscheinlich. Ach, dann dürfen wir wieder in Kammer 66. Das ist ja schön. Ja, aber diesmal anderer Eingang. Ich vermute mal, das ist dann... oder? Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt, welcher Eingang welcher war. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Wo gehst du schon wieder lang? Ja, gibt da zwei Wege, wo du hin willst. Mach ich will woanders hin? Nö, sagst bloß, es gibt zwei Wege, wo du hin willst. Einmal unten lang und einmal oben lang. Genau. Einmal durch den Tunnel, einmal durch eine eingebrochene Wand. Ja, schon wieder so viele Leute. Diesmal da hinten. Halt, wo willst du hin? Auch nicht da hinten? Hier. Ah. Das ist doch der, den ich dachte. Wo ist denn noch diese zweiten Weg, die Gruppenphase da gab? Da wollen wir nicht an. Oh, Bonusmission. Bonusmission stimmt. Ich habe die Vermutung, wir müssen uns da links halten, wo die Gruppenphase war. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Schauen wir mal. Und die Kiste ist auch wieder da. Oh, Kiste. Hüpft der durch die Gegend? Das geht doch nicht. Jetzt nicht mehr. Nee, das ist vorbei mit Hitzen. Und noch mehr Gier. Diesmal hast du beides gekommen. Hab ich? Gar nicht darauf geachtet. Ich war mit dem Gegner beschäftigt. Ich hatte eben mal reingeguckt, aber irgendwie... Oh, der Mann hat recht gehabt. Er hat recht gehabt. Ja, yeah, Strike! Endlich wieder hier. Hier waren wir doch noch gar nicht. Na, hier nicht, aber... Vor.
Der hat aber gar nichts ausgehalten. Nö, nicht wirklich. Bei dem Level. So, haben wir hier den Gefängnis-Krisenverwüster. Der sieht nach einer Schwerwaffe aus. Aber Schwerwaffe heißt ja nicht schwer zu besiegen. Bezwinge den ersten Max sicher. Nee. Ach, sichere die Kohlenstoffgalerie. Hier ist noch jemand. Sie war die beste Duellantin in meiner Klasse. Benutzt die Steuerkonsole. Wo denn? Wo denn? Ach, da ganz hinten. Ja, super. Jetzt haben wir die Leute befreit und dann. Noch nicht. Oh toll, jetzt hast du mich wieder mit den Druiden alleine. Aber der von der linken Seite aus ankam. So. Aber schon erledigt. Ich habe dafür hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, da ist ja noch Loot. Ja, das ist der frische Loot, den für den ich gesorgt habe. Sehr fein, sehr fein. Hättest du mal mitbringen können. Was wollt ihr tun? Ein paar Psychopathen sollten die Republik beschäftigt halten. Wir müssen was Vernünftiges auftauen hier. Richtig. Du hast natürlich die andere Variante genommen. Nö. Gemäßigte Revolten, ja, also. Ja, habe ich. Sag doch, wir müssen was Vernünftiges auftun. Auftauen. Ja, ich habe die Mörder rausgelassen. Hast du nicht? Hättest. Du hättest. Ich hoffe, ihr seid stolz. Eure Zeit auf Belsavis ist abgelaufen. Könnt ihr diese Aussage durch irgendetwas untermauern? Hört mir gut zu. Ich öffne schon seit fast 20 Jahren Abschaum wie euch die Augen für die harte Realität. Ich will mich deutlich ausdrücken. Ihr habt einen Fehler gemacht. Es ist Zeit, eure Sachen zu packen und nach Hause zu fliegen. So einfach macht mir niemand Angst. Ihr werdet schon lernen, mich zu fürchten. Das tut jeder irgendwann. Ja, ja, bla bla. Bla bla bla. Nein, ich hatte den Würfelwurf gewonnen, also haben wir die Mörder rausgelassen. Nein, ich habe den Würfelwurf gewonnen. Eindeutig. Nein. Nein, habe ich nicht. Du hast das. Ah. Ja. Warum? Einfach, weil es mal sein musste. Auf nichts ist hier Verlass. Ja, gemäßigte Revolten, wer braucht das denn schon? Die machen doch nichts. Ja, klar machen die was. Sie revoltieren. Revolt. Oder wie auch immer man das nennt. Ich sag doch, die machen doch nichts. Klar machen die was. Kein Vertrauen mehr hier. Ja, natürlich nicht. Die waren doch eh schon alle schlecht genug. Die, nur darum sind sie Gefangene. Ja, und die anderen doch auch. Drauf. Ja, siehst du, die Mörder doch auch. Ja, aber die machen wenigstens was. Ja, jetzt eben nicht mehr. Die sorgen für Stimmung. Wo geht's eigentlich als nächstes hin? Ach, da mal wieder rein. Wo mal wieder rein? In die Kammer.
Achso, zurück zu deinem komischen Quest da. Wieso? Nee, nicht zu mir. Das ist eine andere Quest. Ja, aber auch da unten halt hin. Ja. Und da geht's hin. Das Orientieren. Komm, Partner-Look. Yay. Wir müssen jetzt voll lange hinlaufen. Ja, sieht so aus. Das ist ja wieder. Du zuckelst, ruckelst schon wieder. Nee, du ruckelst und zuckelst. Ich laufe ja ganz geschmeidig. Das stimmt gar nicht. Sieht man in meinem Video ganz gut. Bei mir ebenso. Und du? Da sieht man also auch, wie du zuckelst. Ja, das ist sehr schön. Wie du zuckelst. Fängst du schon wieder Streit an? Nein. Die sind nicht schnell genug, um sich mit mir zu streiten. Das langsame Fußvolk. Und was, wenn du vom vom AT&T runterfällst? Mach ich ja nicht. Warum sollte ich das tun? Ach ja, es ist sehr entspannt, hier einfach hinterher zu laufen. Wieso ist das so entspannt? Weiß nicht. Man muss nicht auf die Karte gucken, sich keine Gedanken drüber machen, wo man hinläuft. Mal gucken, wo wir dann gleich überhaupt sind. Keine Angst, wir kommen schon an der richtigen Stelle an. Ah. Guck mal, da kann man sich wieder drunter. Siehste? Du backst da höchstens durch. Ich back da nicht durch, das geht ganz geschmeidig. Das kriegst du ihn hier nicht, oder? Wir haben beide dasselbe Gefährt gehabt und ich bin da nicht durchgekommen, wie du gesehen hast. Ich schon. Ergo, irgendwas machst du falsch. Nein, das sah nach Buggen aus. Wieso sollte ich das tun? Gar nicht nötig. Bug-Using hier. Immer diese Vorwürfe hier. Diese Unterstellung. Das ist ein Kriegsdroide, den müssen wir umprogrammieren. Das ist bestimmt, wir haben ja irgendwelche Geräte, wa? Mhm. Korrekt. Ich glaube, das muss jeder alleine machen. Wieso? Oh, das ist ja blöd. Weil der erste für mich nicht gezählt hat. Ja, der hat jetzt nämlich auch nicht gezählt. Das ist ja unerhört. Steht alles voll mit irgendwelchen anderen Ruinen. Jeder andere Strecke, dann finden wir schon. Da ist mein letzter. Wie dein letzter. Können wir zum Schiff zurück und reden? Wenn es euch passt, meine ich. Nee, es passt mir jetzt nicht. Ich hab 3. Freu dich, ein Keks. Juhu, Keks! Der schon mal und einer noch. Da läuft noch einer rum. Blim. Jo, bin auch durch. Dann können wir ja wieder zurück und die Quests abgeben. Ja. Ja. Wir sind beide hinten in der Ecke. Also in der Basis. Diesmal ob zum imperialen Quartier. Ja, nicht mehr in die Kantine. Kantine ist böse, selbst bloß Musik. Oder auch nicht. So. So könnte natürlich sein, dass ich keine Musik gehört habe, weil ich die Musik abgeschaltet habe. Ne? Nur so als ganz gewagte These. Wieso würdest du die Musik abschalten? Um nicht geclaimed zu werden. Ach, die sollen ruhig claimen. Ich habe auch von der Folge letztens die Claim bekommen. Die haben anscheinend das Interesse an uns verloren. Wahrscheinlich jagen sie schon ihre neue Beute. Jetzt hat die Republik das Vergnügen, von diesen alten Vernichtungswerkzeugen abgeschlachtet zu werden. Ich stehe in eurer Schuld. Seid das nächste Mal vorsichtiger, wenn ihr etwas freilasst. Weise Worte. Ich glaube, ich habe ohnehin nicht mehr genug Leute, um einen weiteren Zwischenfall wie diesen zu überstehen.
Jetzt, wo uns diese Droiden nicht mehr abschießen, können wir ein paar von ihnen deaktivieren und sie genauer untersuchen. Vielleicht können wir eines Tages sogar ihre Technologie kopieren. Belsavis ist viel faszinierender, als ich dachte. Und so entstehen Droidenarmeen. So einfach ist das. Es gab gerade genug Energie, um die besten Häftlinge aufzutauen. Wir haben die Psychopathen freigelassen. Sie werden den Aufständischen zeigen, wie man kämpft. Die Häftlinge waren vorher schon gewalttätig. Mit Psychopathen an der Spitze kann niemand mehr sagen, zu welchen Verbrechen sie fähig sind. Ruger wird nicht erfreut sein. Ihr könnt euch ja um seine Stimmungsschwankungen kümmern. Ich werde das nicht tun. Wir können seine Launen zu unserem Vorteil nutzen. Macht Ruger wütend, dann wird er fallen. Aber zuerst müssen wir seine Verteidigung ausräumen. Das Einzige, was uns noch im Weg steht, sind die Kraftfelder, die seine Basis schützen. Zum Glück hat der Häftling Gollen, ein verrückter Devaronianer, den Schlüssel. Na? Sagt nicht, dass Ruger ihn unter einem Stein vor seiner Basis versteckt hat. Ich kenne Gollens Methoden nicht. Ich weiß nur, dass er den Schlüssel gestohlen und Ruger dessen Abwesenheit nicht bemerkt hat. Leider ist Gollen überhaupt nicht kooperativ. Er kennt den Wert des Schlüssels. Außerdem weiß er, die Macht einzusetzen und ist äußerst brutal. Die Republik hat 4-mal versucht, ihn hinzurichten. Da haben sie ihn nach Belsavis gebracht. Jetzt hält sich Gollen für unsterblich. Er weigert sich, den Schlüssel zu Rugers Wachstation zu übergeben. Und Schlüssel sie alle zu knechten. Richtig. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Ihr könnt natürlich versuchen, mit ihm zu reden. Aber er ist eher von der Haut-drauf-Sorte. Seid auf alles gefasst, wenn ihr ihm begegnet. Gollen streift in der Nähe der Umsiedlungslager umher, in offenem Gelände, wo kluge Häftlinge ihn in Ruhe lassen. Brecht dorthin auf. Je länger es dauert, desto wahrscheinlicher wird Ruger die Sperrfrequenz der Sicherheitskraftfelder ändern. Warum die das nicht schon längst gemacht haben? Tja, das ist die Frage. Okay, die Belohnung ist zu verkaufen. Ja, definitiv. Aber dafür gibt es nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch. Jo, klingt gut, sind ja erst 28 Minuten. Ja, ich weiß, finde ich wieder viel zu kurz, aber. Aber es ist ein guter Punkt. Ich meine, wir haben 2 Quests abgegeben und okay. Den Rest kriegen wir auch noch irgendwie hin. Jo, oh, ist ja wieder altes Gebiet abklappern, das ist ja schön. Ja, also in dem Sinne, bis dann, euer China Tiger. Tschüss.